it! War der close. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es zum Bikepark Schöneck. Eike und uns erwarten eine viertägige Tour. Wir fangen an beim Bikepark Schöneck, dann geht es morgen weiter zum Trail Center Rabenberg. Am Samstag geht es zum Bikepark Klinovetz. Und am Sonntag geht es zum Bikepark Elstra. Genau, und wir sind gespannt, was uns jetzt in den 4 Tagen erwartet. Gespannt, ich brauche ein neues Wort für gespannt, mir fällt es gerade wieder auf. Jetzt sind wir gerade hier an der Raststätte. Gerade noch einen Kaffee holen, weil ich extrem müde bin. Ja, der Eike holt gerade den ganzen Kram. Und mal schauen, ob der langsam mal auftaucht, weil wir sind schon ein bisschen spät dran, so wie immer. Jetzt laut Navi kommen wir gegen 11 Uhr im Bikepark Schöneck an. Da müssen wir noch das Ticket kaufen und da muss ich auch noch meinen Schlauch wechseln. Kostet alles ein bisschen Zeit, deswegen habe ich nur Eike direkt gesagt, er bringt auch direkt was zu essen mit, dass wir im besten Fall die Mittagspause ausfallen lassen können, weil der Bikepark Schöneck sieht schon verdammt cool aus. Und ich glaube schon fast, dass da ein Tag zu wenig für sein wird und ich will wirklich da den ganzen Tag durchballern. Deswegen bin ich gespannt, wie das läuft. Genau. Und ich war vor 3 Tagen mal wieder im Fitnessstudio und wollte ein bisschen trainieren gehen und habe jetzt seitdem immer noch Muskelkater, beziehungsweise voll die Krämpfe im Arm, weil ich davor irgendwie 2 Monate oder 3 Monate nicht mehr trainieren war. Das ist echt eine scheiß Idee, immer wieder trainieren zu gehen. Ich dachte eigentlich wirklich, wenn ich jetzt vor 3 Tagen montags gehe, ist das safe. Aber anscheinend nicht. Und jetzt kommt gerade Eike mit extrem coolen Sachen. Das Angebot. Das ist ein Getränk. Was ist denn das hier für eine komische Konstruktion? Ja, so viel zu dem Thema. Eike ist im Auto und... Ja, wir fahren jetzt mal langsam wieder weiter. Langsam ist gut, eher schnell. So, Freunde, genau, wir fahren jetzt los. Ihr dürft gespannt auf die 4 Tage. Wir werden wahrscheinlich zu jedem Tag ein Video raushauen. Aber nicht direkt, weil wir sonst Covid-Stress haben werden. Wir werden die irgendwann mal gemütlich in 1-2 Wochen raushauen. Deswegen jetzt schon viel Spaß mit dem ersten Tag im Bikepark Schöneck. Und genau, let's go. Eike? Also der Park, der ist richtig geil. Also der Park, der ist sowas von übelst gut geshaped und einfach in so einem präzisen Zustand. Und auch einfach die Jumpline, die ist so geil. Also die Jumpline ist richtig geil, auch wenn ich manche Sprünge noch ein bisschen zu unsafe finde. Mhm. Weil manche machen mir noch ein bisschen Schiss. Aber auch allgemein der Park, der ist einfach richtig geil. Schön kurze Strecken. Das Einzige, was da ist, ist, dass der Lift vielleicht ein bisschen schneller sein könnte. Aber ansonsten... Richtig geil. Ja. Ansonsten eben kurz auf der Downhill kurz vom Pedal abgerutscht und hier ein schönes Souvenir abgeholt. Sieht man das überhaupt? Macht auf jeden Fall Spaß. Nee, also ich weiß nicht, was da los ist. Entweder habe ich den Dämpfer irgendwie zu hart, also das Setup ist irgendwie zu hart oder zu schnell eingestellt. Oder es liegt an meinen Schuhen, aber ich kann mir nicht vorstellen. Das sind neue 510 und 510 ist bisher das Beste, was ich hatte an Schuhen. Und die Pedale sind auch neu, genauso wie das Fahrrad, also ich weiß nicht, was da los war, dass ich da abrutschen konnte. Ah, egal, das gibt's doch nicht.
Hat es gekracht. Richtig geiler Park, saunette Leute hier, hätte ich nicht gedacht, ja. Im Osten, dass es was Nettes hier gibt. Nee, wirklich, ist echt nette Leute hier, hätte ich nicht gedacht, sau cool. Und der Park ist auch mega gut und ich denke, hier ist sogar Potenzial für noch mehr Lions. Also ich denke, wenn die noch mehr Lions hier reinpfeffern oder einfach die Lions immer schön in Schuss halten, lohnt sich herzukommen. Ich finde, gerade für die Jumpline lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Und deswegen werden wir jetzt noch ein paar letzte Runs auf der Jumpline verbringen, würde ich sagen. Solange man nicht die Wade aufreißt. Und ja, weiter geht's. Jetzt nochmal zocken hier. Das war ein sehr cooler Tag im Bikepark Schöneck. Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Allein für die Jumpline, es lohnt sich einfach. Jetzt sind wir gerade im Hotel. Eike hat sich wieder an seinem schönsten Platz, wo er sich einfach am wohlsten fühlt. Oh, niedergelassen. Oh ja. Und jetzt haben wir noch die Aufnahme übertragen. Und dann werden wir das bald die Tage schneiden. Und ja, wer jetzt noch wissen will, wo wir gerade sind, wir sind jetzt gerade im IFA, oder? Ja. IFA Hotel? Ja. Kann das sein? So heißt es, ja, so heißt es. Ich guck mal ganz genau, wie es heißt. Hotel heißt IFA, Schöneck Hotel und Ferienpark. Ziemlich cool. Sehr deluxe. Wir haben jetzt 2 Stunden noch Freikarte für ein Erlebnisbad, aber wenn wir heute nicht mehr reingehen, weil wir schauen uns die Aufnahmen an und danach sind wir schon so müde, dass wir nicht mehr können. Wir machen jetzt höchstens noch vielleicht gleich einen Livestream oder so auf Instagram. Ansonsten kommt noch gleich Pizza, die wir bestellt haben. Auf die freuen wir uns auch schon richtig krass. Ich war eben noch schnell duschen. Und vielleicht noch kurz der Ausblick aus unserem Zimmer. Wir sind jetzt im Untergeschoss und so sieht es hier aus. Cooles Licht eigentlich gerade. Ja, wir haben hier irgendwie 20 Fußballmannschaften oder so. Das ganze Hotel ist voll mit Fußballmannschaften. Ja. Downhill und Fußball, ihr wisst ja, das sind immer so zwei Grenzen, die da aufeinandertreffen. Aber solange die nicht so laut sind und wir in Ruhe schlafen können, ist alles okay. Wir wollen heute nämlich eigentlich keine Party machen, weil morgen geht es direkt weiter zum nächsten schönen Wald, Bikepark, wo auch immer. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und Friso ist bestimmt auch wieder am Arsch. Und bis zum nächsten Video. Ciao.